Guten Morgen an diesem Freitag, den 4. Advent. Auf einer Fahrradtour am 1. Advent sah ich hinter Tarsdorf dieses Feld mit Senf. Ein blühendes Feld im Winter. Wunderbar ist doch Gottes Schöpfung. Oder doch schon Klimawandel? Auf Fahrradtouren hat man ja Zeit zum Nachdenken. Und ich stellte mir die Frage, warum das Wort Klimawandel eigentlich so negativ besetzt ist. Am 20. Dezember soll der neue Präsident der USA sein Amt antreten und ein Großteil der Welt wartet doch auf einen Klimawandel im Umgang miteinander. Getragen von mehr Offenheit und Wahrheit und gegenseitiger Wertschätzung und Respekt. Weg vom Egoismus, ich zuerst. Ja, wir brauchen so dringend einen positiven Klimawandel im Umgang miteinander. Und wir alle können dazu etwas beitragen. Aber was ist eigentlich, wenn mir die Kraft dazu fehlt? Wenn mein Seelenklima in dieser dunklen Jahreszeit einfach ein paar Grad zu kalt ist? Winterdepression nennt man das. Kennt ihr das auch? Ich habe mich deswegen vor ein paar Jahren entschieden, auch in der dunklen Jahreszeit genau das zu tun, was ich sonst im Sommer gern tue, wenn es warm ist und die Sonne scheint. Ich drehe meine Feierabendfahrradrunde auch im Winter. Bei Minusgraden und auch im Regen. Und wisst ihr was? Ich entdecke Gottes wunderbare Schöpfung dabei ganz neu. Blühende Felder im Winter. Rehe und Hirsche, Hasen und Füchse, Rebhühne, ein Dachs und besonders tolle Lichtstimmung im Nebel und im Mondlicht. Und dann denke ich an ein Lied, das wir im Lutherchor gesungen haben. Ich lese euch jetzt den Text, da mein Gesangstalent doch eher begrenzt ist. Du großer Gott, wenn ich die Welt betrachte, die du geschaffen hast, durch dein Allmachtswort, wenn ich auf alle jene Wesen achte, die du regierst und nährest fort und fort, dann jauchzt mein Herz dir, großer Herrscher, zu. Wie groß bist du, wie groß bist du. Dann jauchzt mein Herz dem Herrn der Schöpfung zu, draußen laut und im Regen. Und mein Seelenklima ändert sich. Er wärmt sich um 1,5 Grad und das Klimaziel wird erreicht. Und dazu möchte ich euch heute Morgen ermutigen, rauszugehen, Gottes wunderbare Schöpfung auch im Winter einmal ganz neu zu entdecken. Wie dieses Feld bei Tarsdorf und dann einfach mal ein bisschen Gott zuzujauchzen, egal wie das Wetter ist. Zugegeben, manchmal ist das einfach nur mühsam, in der Kälte und im Regen draußen Gott ein Lied zu singen. Aber Klimawandel braucht eben Zeit und mittelfristig hat sich zumindest bei mir das eigene Seelenklima in der dunklen Jahreszeit dadurch ein bisschen erwärmt. Und noch eine Erkenntnis dieser Tage. Gott zuzujauchzen, ein Danklied zu singen, ging bis vor kurzem während der Arbeit eher nicht. Wichtige Menschen in dem Ministerium, in dem ich arbeite, könnten irritiert sein durch solches Verhalten. Im Homeoffice ist das plötzlich möglich. Einfach Mikro abschalten, singen und kein Mensch hört zu. Völlig egal, ob ich den Ton treffe. Einfach ausprobieren. Viel Spaß dabei. Ach ja, und zuletzt noch die Einladung zu den Gottesdiensten am 2. Advent. 10 Uhr in der Lutherkirche, 10.30 Uhr in der Andreasgemeinde. Bitte mit Voranmeldung oder wann immer ihr wollt auf YouTube. Tschüss! Du großer Gott, wenn ich die Welt betrachte, die du geschaffen durch dein Allmachtswort, wenn ich auf alle jene Wesen achte, die du regierst und nährest fort und fort, dann jauchzt mein Herz dir, großer Herrscher, zu. Wie groß bist du, wie groß bist du. Dann jauchzt mein Herz dir, großer Herrscher, zu.